So, und jetzt kommt das, was ich schon angekündigt hatte. Jetzt steht im Skript, ja. Frage, und zwar ist das Wurzelziehen auch eine Verknüpfung? Das Wurzelziehen ist ja eine einstellige Operation. Wenn man die Ente wurzelt von etwas, dann haben wir ja auch wieder zwei. Die Ente wurzelt von etwas können Sie tatsächlich als zweistellige Verknüpfung betrachten, ja. Aber dann wäre es ja so, dass wenn man zwei, zum Beispiel wenn man jetzt die Wurzel als Operator nimmt, ja. Und natürliche Zahlen nimmt, nee, Z als Zahlenmenge nimmt, und dann die Ente wurzelt von einer negativen Zahl nimmt, dann wird man ja den komplexen Zahlenbereich reinkommen und es werden wieder gleich. Ja. Also die Wurzel ist ein Beispiel für eine Verknüpfung, aber nicht für eine innere Verknüpfung. Also Sie können das zum Beispiel so machen, dass Sie sagen, ich habe die Operation, schreiben wir das mal so, die Ente Wurzel aus x. Ja? Und dann würde Ihre Maschine folgendermaßen aussehen. Hier links kommt das n rein und hier rechts kommt das x rein. Jetzt haben Sie schon mal einen Unterschied zu den Maschinen, die wir bisher betrachtet haben. Bei den Maschinen, die wir bisher betrachtet haben, kam immer links und rechts dasselbe rein. Hier ist es so, dass Sie zum Beispiel sagen würden, hier links darf ich nur natürliche Zahlen reinstecken. Hier rechts können irgendwelche positiven reellen Zahlen sein. Denn aus negativen Zahlen können wir ja noch keine Wurzeln ziehen. Darum ist das schon mal anders als bisher, weil wir nicht das gleiche links und rechts reinstecken können. Und dann kann man sich überlegen, was kann dann rauskommen? Und da können dann wieder tatsächlich als Ergebnis auch wieder irgendwelche reelle Zahlen rauskommen. Also das wäre nach unserer Definition eine Verknüpfung, aber es wäre keine innere Verknüpfung, weil bei einer inneren Verknüpfung hier dreimal dieselbe Menge stehen muss. Und jetzt können Sie überlegen, wie kann ich das noch ein bisschen variieren? Haben Sie, glaube ich, eben selbst schon gesagt, wenn Sie jetzt hier sagen, ich würde hier aber gern Z haben, dann klappt das Ganze schon nicht, weil dann kommt der Punkt, wo Sie sagen, was ist die dritte Wurzel aus 8? Die kann man zwar ziehen, ist aber keine ganze Zahl mehr. Also das ist dann alles ein bisschen muddy hier, ne? Aber man kann sich zumindest die Begriffe